Hallo und grüß euch zurück bei A-Train 8. So, ich muss mich jetzt kurz noch orientieren und schauen, wo wir waren. Genau, ich glaube, ich wollte den Güterzug hier wieder runterschicken, um ein paar Waren hier runter zu liefern. Ja, genau. Passt. Wo haben wir ihn? Die 38 ist noch ausgewählt. Ich glaube, das war der. Ich schaue vorsichtshalber mal. Genau, 19:30 Uhr. So. Mal ein bisschen vorspulen. Und dann müssen wir unbedingt schauen, wie es mit dem Geld ausschaut. Weil ich habe das Gefühl, es steigt zwar, aber nicht so schnell, wie es steigen könnte. So, jetzt habe ich es wieder verpennt. 19:30 Uhr. So, in welche Richtung fährst du ab? Nach hinten? Jawohl, natürlich. Okay, heißt noch ein Versuch. Und diesmal aber geradeaus, in der Hoffnung, dass das jetzt so passt. Sehr gut. Und umkehren beim nächsten Mal zumindest bitte. So, schauen wir mal. Sehr gut, dann wird hier endlich wieder abgeladen. So, ja, was mir auch noch eingefallen ist, weil, ob ihr es glaubt oder nicht, ich denke auch über das Spiel ganz schön viel nach, während ich nicht spiele. Vor allem über das, was ich vermutlich alles falsch gemacht habe oder besser hätte machen können. Und das wäre unter anderem, dass es einen kleinen Trick gibt, um Überfüllungen ein bisschen vorzubeugen, den ich hier versehentlich schon angewendet habe, so wie es ausschaut. Nämlich schaut das so aus: Hier haben wir den Zug Nummer 37, genau. Der ist hier auf Ver- und Entladen gestellt. Was bewirkt das Ganze? Kommt er jetzt leer rein, so wie jetzt, dann verlädt er, das heißt, er fährt voll wieder raus. Und lädt hier ab. So, wie kann ich das jetzt herzeigen am besten? Vermutlich gar nicht. Ich muss euch einfach erklären, was ich meine. Ah, mal auf täglich wieder stellen. Gut, er fährt dann also voll raus und lädt hier ab, fährt wieder zurück, wieder voll raus, lädt hier wieder ab, hin und her das Ganze. Wenn jetzt hier kein Platz mehr ist, fährt er wieder voll zurück und da hier Ver- und Entladen gestellt ist, entlädt er auf diesen zusätzlichen Platz hier. Also so eine Art Puffer entsteht dann hier. In diesem Falle nicht ganz so toll, weil ja die Fabrik hier auch immer noch produziert, aber für hier herunten wäre das recht ideal. Hier werde ich das wohl machen, also wenn der Zug wieder voll zurückkommt, dass er einen Platz hat, wo er das dann ablagern kann und von dem dann wiederum genommen wird, wenn ja die Fabriken leer sind. Und die Regeln für das Ein- und Ausladen sind ja einfach so, umso näher dran, umso eher wird das genommen. Das heißt, von dem Zug aus gesehen, jetzt da 1, 2, 3 Felder, 3 bis 4 Felder ist die Fabrik weg und in diese Richtung 1, 2, 3, 4, 5 bis 6 die Fabrik, das heißt die Lagerhallen sollten weiter weg sein, aber noch so weit, dass der Zug sie erreicht. Also denke ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, dass hier hinter den Fabriken ein guter Platz ist. Ich mach's mal so und so. Und dann müssen wir hier noch alle auf Ver- und Entladen stellen, die hier ankommen. Das ist also der 39, der hier rauffährt, der 40, wobei ich beim 40 nicht unbedingt glaube, dass der bald mal voll zurückkommt, so wie hier gebaut wird. Und hier runter fährt, ah ja, im Moment keiner. Ja, passt, dann lassen wir das gerade mal so. Ah ja, hier kommt der voll zurück, sehen wir es eh, und zack. Entlädt trotzdem. Ich weiß, er fährt jetzt leer raus, aber das ist halt jetzt eine leere Fahrt. Nützt nichts. Besser als wir, er pendelt die ganze Zeit voll hin und her und außerdem bauen wir es dann hier auch einen Puffer auf, beziehungsweise, ja, denke ich, würde sich diese Stadt auch von hier bedienen. Aber was ich auf jeden Fall noch machen wollte, ist, ja, einfach hier noch zusätzliche Lagerhallen bauen,
Was plätten wir denn? Oder sollen wir einfach auch mal kleine bauen? Gibt es hier mal kleine? Liegt zwar dann relativ viel rum, aber irgendwann brauchen wir auch hier einen Großbau und dann passt das schon. So. Also hier läuft mal alles halbwegs, wie es soll. Der fährt einmal am Tag. Hier ist Überfüllung. Ich lasse ihn jetzt mal stündlich fahren, dass er hier unseren Puffer auch aufbaut. Ja, im Moment häufen sich die Waren zwar extrem an, ist mir klar, und wir machen gerade nicht wirklich viel Geld. Da müssen wir uns anschauen, wie wir dem Ganzen entgegenwirken. So, ich erwische gerade die Minimap nicht, so wie es ausschaut. Na, irgendwas passt da gerade nicht. Gut, dann muss ich mich so bewegen. Ah, weil ich hier drin bin. Gut. Okay. Ja, dann mal durchschauen, ob beim Immobilienverkauf was gelistet ist. Okay, die drei Fabriken, die hier gelistet sind, ich schätze mal, das sind. Eben, ja, jetzt ist gerade die vierte dazugekommen. Ich weiß nicht, warum. Ist das irgendwie. Hängt das vom Baudatum ab und man kann sie immer nur zu einem gewissen Zeitpunkt vom Baudatum verkaufen. Aber es steht hier auch nirgends oder sehe ich irgendwas nicht? Naja. Häuser haben wir, glaube ich, sowieso keine und sonst scheint hier gerade nichts auf. Aber den Fabriken geht es mal gut, das passt. Hier ist wieder voll, das heißt, es wird zurückgeliefert. Hier füllt sich langsam immer mehr. Und das nächste, ja, sagt's mal, ich will auch so eins. Ich will auch so eins. Ich hoffe, das Teil hier rüber macht wenigstens ein bisschen was an Gewinn. Das ist ja. Ah, da steht ein zweites. Na gut, dann ist nicht ganz so schlimm. Aber hier geht gar nichts weiter in der Gegend. Sollen wir hier den zweiten Zug noch fahren lassen? Der war eh noch massig frei. Also in der Früh könnten wir hier noch wegfahren. Ja, kommt's. Kommt's, kommt's, das machen wir. Und zwar machen wir es jetzt wirklich mal so, dass wir das gleiche Gleis benutzen, dass wir das auch mal gesehen haben. Ich glaube, der fährt hier eh noch um. Nein, der fährt um 17 Uhr. Gott schauen. Der in der Früh. Ja, dann der da oben auch in der Früh um 8. Und jetzt lasse ich sie einfach mal aufeinander zufahren, ein Stückchen, und schaue mir an, wo sie sich kreuzen würden. Hier. Dann werden wir ein bisschen umbauen. Das können wir uns ja noch leisten, glaube ich. Weil dann mache ich hier gleich richtig X-Kreuzungen rein. Kosten zwar auch über 1 Million, aber dann ist das erledigt. So, und weil für dieses Gleis brauchen wir dann auch eine Ein- und Ausfahrt und der muss so rüberfahren. Also ja. Könnte man zwar auch mit den kleinen lösen, aber die sind auch nicht gerade billig. So, das war zu weit. Ja, und schon wieder. Ich schaue nämlich die ganze Zeit irgendwie auch gleichzeitig woanders hin, weil ich mir andere Sachen überlege. Das funktioniert dann nicht ganz so gut. So, Nummer 3. Du darfst ausweichen. Und gleich hier den Fahrplan noch richtig einstellen. Abfahrtzeit 17 Uhr. Umkehren. Okay. Und los. Dann hätten wir das Gleis noch frei für den Güterzug, den wir hoffentlich bald wieder schicken können. Und das Gleis hier noch frei für, ja, man weiß es nicht genau, das nächste Projekt sozusagen. So. Ja, das
geht noch hier, der kommt immer voll zurück, der fährt auch wieder voll, hier ist voll, 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 hier ist voll, oh Jemine. Uiuiui. Und hier ist Stau. Warum ist hier Stau? Warum? 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 Okay. Das muss ich mir jetzt nochmal anschauen. So, 8 Uhr, Abfahrt, dann kreuzen. Und dann geht es sich hier nicht aus, um bis 17 Uhr wieder zurückzufahren, oder wie? Knapp nicht. Okay. Ja, gut, dann 17, keine Ahnung, 30 passt auch. Manche arbeiten eh länger, also haben die auch was davon. So. Ah, ja, gut, das wird natürlich ein bisschen knapp hier mit dem Kreuzen. Dann, ja, fahren wir hier halt um 17:30. Was soll's? Hat mir da jetzt irgendwer nicht zugehört? Oder? Vermutlich. Ja, okay. Es geht sich aus, das ist die Hauptsache. Ah, sehr schön, sehr schön. Ja, ich lasse es mal ein bisschen laufen. Wir brauchen einfach Geld und ich werde die Zeit dazwischen nutzen, um einfach mal wieder hier durchzuklicken und zu hoffen, dass irgendetwas aufscheint. Die Bowlingbahn, ja. Ja. Okay, 102.000 Gewinn bis jetzt. Preis zum Kaufzeitpunkt 20 Millionen. Schätzwert 12 Millionen. Das heißt, da haben wir mal 7 Millionen in den Sand gesetzt bis jetzt. Ich hoffe, die zieht noch an. Sonst müssen wir ein bisschen nachhelfen. Jetzt geht es eher wieder runter. Naja, mal schauen. Der ganze Rest scheint gerade nichts auf. Okay. Hier ist voll und voll und voll und alles ist voll. Ah, nur hier nicht. Hier wird gebaut und gebaut und gebaut. Okay. Ja, ich lasse mal laufen, weil immerhin machen wir ein bisschen Plus und ich überlege mir, während es läuft, wie wir das hier irgendwie lösen können, das Problem. So, einmal mit Geld sparen, 38, entfernen. Und hier werden wir den 37er, den schicken wir jetzt mal. So, geradeaus. Und tschüss. Umkehren, verladen. So, das heißt, der liefert da jetzt mal brav alles raus. Damit wir wieder ein bisschen abbauen können. So, ich habe mir gedacht, er nimmt es immer von der Fabrik. Aber die Fabrik ist natürlich nicht das Nächste. Aber ich möchte einfach, dass die Fabrik weiter produzieren kann. Das ist mir im Moment das Wichtigste. Und hier darf sich ein bisschen verbrauchen. Ja, sehr gut. Ja, dann geradeaus wieder. Dann wird wieder hierher geliefert. Ja, schaut ja alles nicht so schlecht aus. Bisschen Puffer. Da ist alles leer. Da wächst es auch. Ja, geht schon. Geld steigt auch. Ist jetzt 70 Millionen. Ja, okay. Ist jetzt nicht so schlecht. Irgendwie hat es vorher für mich so, naja, doch eher unideal ausgeschaut. So, ich hoffe, bei den Zügen schaut es ähnlich aus. Ah, hier könnten wir mal schauen. Ganz vergessen, 8000. Ja, okay, die Stadtentwicklung. Immerhin
steigt die Kurve und es geht ein bisschen von der Landwirtschaft weg. Viel Business schon, sehr gut.